Heute werden wir uns gemeinsam einmal die Jahres- bzw. die Jubiläums-Hall of Hero anschauen, die für mich heute bekannt gegeben wurde. Und ich denke, gerade Early-Game-Spieler wissen noch nicht genau, wie, wo, was sie machen sollten dort, welche Monster ihnen helfen könnten, welche Monster eventuell nicht so gut sind zu nehmen. Und da gehen wir einmal heute drauf ein. Und zwar, Rückkehr der Halle der Helden wurde angekündigt. Heute für mich, für euch vermutlich gestern. Und dort haben wir zwei Rückkehr der Halle der Helden, Teil 1 und Teil 2. Und davon kann man sich ein Monster aussuchen. Es gibt Monster, die im Early-Bereich schon ein bisschen mehr helfen können. Dann gibt es aber auch Monster, die im PvP-Bereich eventuell helfen können. Oder aber auch Monster, die man getrost für Skill-Ups nehmen kann oder ähnliches. Ja, wir gehen jetzt mal die Monster drauf ein. Und ich versuche euch mal, vor allem die Early-Game-Spieler, ne, das fokussiert jetzt mehr so die Early-Game-Spieler, die da ein bisschen profitieren können, weil die meisten vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gespielt haben. Ja, gehen wir einmal alle durch. An der Stelle muss ich einmal kurz dazwischen funken. Ich habe den Neostone-Kämpfer bzw. den Neostone-Agent mit dem Kämpfer vertauscht. Habe Lisa vorgestellt, wobei es Trevor ist. Und an der Stelle ganz kurz, Trevor ist für Early-Game-Spieler relativ uninteressant. Im PvP-Bereich als Fun-Toy ganz nett, aber das war es auch, um es einmal ganz kurz zu halten. Ja, da ist mir ein kurzer Fehler unterlaufen. Entschuldigt. Das nächste Monster ist Fedora bei Teil 1 der Jubiläums-Hall of Hero. Er ist speziell. Ich glaube, er ist auch okay für Solo-Raids durch den dritten. Ne, der gibt halt Immunität, HP-Erholung, Aushalten etc. Da ist er okay. Es gibt auch manche Teamarten tatsächlich mit ihm in der Weltarena. Das gibt es auch. Ist aber sehr speziell, wird meistens in der Kombination mit Shizuka oder so gespielt, ne, um halt hier den Aushalt, der breakt, Alter, den Vorteil, den Aushalteffekten zu haben oder etc., ne, die halt man auf dem Team dann zu verteilen mit Shizuka. Also gibt spezielle Teamarten mit ihm, aber sehr bedingt. Daher eventuell würde ich hier eher Richtung Skill-Ups tippen. Vielleicht für einen Diaz, falls man einen hat, der auch für Raid-Teams zum Beispiel ganz gut ist oder auch für manche Stages im Lobby. Ja, da kann Diaz zum Beispiel helfen. Da kann er bestimmt auch hier und da helfen, so ist es nicht. Aber potenziell ist er da weniger vertreten, das möchte ich nur damit sagen. Dann haben wir Julian noch in der ersten Teil des Hall of Heroes. Ist mehr oder weniger ein Monster, was von der Liste relativ weit unten ist, weil ihm kann man so gar nicht benutzen. Es gibt vielleicht hier und da ein paar Fun-Teams mit ihm, das ist immer dieser gravierende Punkt, Fun-Teams. Ja, vor allem für Early-Game-Spieler wird er kein Progress bieten. Ja, das ist halt das, was ich damit sagen möchte. Es ist nicht so, dass ich sagen möchte, dass er zu nichts zu gebrauchen ist, aber für Early-Game-Spieler sollte er nicht die erste Wahl sein. Ja, auf gar keinen Fall. Deswegen würde ich ihn erst einmal gar nicht groß beachten und auch eher nicht mal Richtung, also Skill-Ups bedingt vielleicht für den hier oder gegebenenfalls für den hier. Ja, nicht mal unbedingt für die hier, das ist es halt. Na, also ein Monster, was man getrost ignorieren kann. Dann kommen wir zu Deva. Deva ist ein solides Monster. Das Problem ist nur bei den Twins, die sind nicht mehr ganz so am Start, wie sie noch vor ein paar Jahren waren. Ja? Man kann Deva auf jeden Fall benutzen und auch noch gut im Early-Game-Bereich runterkriegen. Für Anfänger DB10, DB12-Teams gegebenenfalls. Ja? Für manche Rift-Beasts. Da kann sie auch noch gut helfen in der Kombination mit Sabrina. Da muss man halt immer denken, hast du eine Sabrina schon oder eine Mauruna oder eine Zenobia? Also sprich die Wind-Wasser-Feuer-Boomerang, um mit der überhaupt was machen zu können. Das ist immer der ausschlaggebende Punkt bei den Devas, ja, also bei den Chakrams. Ihr solltet auch das Gegenstück haben, ansonsten macht sie alleine halt nicht viel. Wenn man aber das Gegenstück davon hat, kann sie gerade im Early-Game-Bereich, finde ich persönlich, enorm gut helfen. Und ist auf jeden Fall in der Liste relativ weit oben, wenn man sie noch nicht hat.
Ja, aber bedenkt, dass sie später, im späteren Spielverlauf, ausgetauscht wird. Ja, da wird sie dann nicht mehr so stark gespielt wie noch in den Early-Game-Zeiten. Dann kommen wir zu Isabel. Und Isabel ist der letzte Teil von der Teil 1 Hall of Hero. Isabel ist erstaunlich okay. Ja? Sie hat ein Speedlead dazu bekommen vom letzten oder vorletzten Balance-Patch. Und das ist ganz nett ist. Das Problem ist nur im Early-Game-Bereich, im Mid-Game eventuell, weiß ich nicht, aber im Early-Game-Bereich wird sie euch nicht viel bringen. Denn Isabel ist ein reines PvP-Monster. In jeder Hinsicht ein PvP-Monster. Wenn ihr für PvP was sucht, eventuell interessant, wenn ihr sie noch nicht habt. Wenn ihr sie schon habt, geht man natürlich auf was anderes, außer ihr braucht die Skill-Ups, dann sieht es vielleicht nochmal anders aus. Aber im Großen und Ganzen finde ich Isabel für Early-Game-Spieler uninteressant. Wird ihr nicht groß brauchen. Das ist halt das, was ich damit sagen möchte, weil es einfach rein auf den PvP-Aspekt geht und darauf sollte sich ein Early-Game-Spieler gar nicht so stark fokussieren. Wenn ihr weiter seid und ein bisschen Spaß und Nukes haben wollt, dann ist Isabel eventuell interessant für euch, aber im Großen und Ganzen nicht wirklich. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir haben alle von dieser Liste nicht und ihr seid Early-Game-Spieler, würde ich an erster Stelle D.Va setzen, danach Lisa, danach Fedora, danach Isabel und dann den Phantom Thief. Kommen wir zu Teil 2 der Jubiläums Hall of Heroes und da haben wir Kakano als erstes. Und Kakano ist ein solides, okayes Monster, vor allem im BK, gegebenenfalls noch im GK-Bereich. Es ist wieder nichts, was ein Early-Game-Spieler benötigt, sage ich mal. Aber es ist okay. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, nenne ich es mal. Dadurch, dass Windy ein Hard-Counter gegen ihn ist. Ja, und Windy sehen wir inzwischen fast überall, selbst in Arena-Devs. Ne, deswegen mit Bedacht. Ja, es war mal ein verdammt gutes Monster. Hat aber ein bisschen seine Schwächen, deswegen auch für Early-Game-Spieler uninteressanter. Eventuell eher als Skill-Ups wieder für eventuell den oder so, wenn man den hat. Aber ist auch nichts weltkrass. Oder den, auch nicht bad. Ne? Also eventuell so in die Richtung, ist er noch okayisch. Dann haben wir Emma. Und Emma ist an sich ein solides Monster. Ist auch kein Monster mehr, was man so stark sieht. Viele würden sie wahrscheinlich eher für Skill-Up nutzen oder sowas. Na, wenn ihr zum Beispiel schon eine Lisa habt oder ihr zum Beispiel für Raid-Team noch so eine Lisa braucht, für Raid-Team wäre sie eine gute Option für Skill-Up. Dann könnt ihr auch Lisa nehmen, ist ja irrelevant. Eventuell habt ihr eine Illyana, wobei sie auch eher bedingt gut ist. Aber vielleicht habt ihr eine Sylvia, dann wäre das natürlich optimal gerade. Ne? So als Beispiel jetzt mal. Emma ist aber an sich nicht so verkehrt, auch für Early-Game-Spieler nicht so stark verkehrt. Es ist auch wieder ein Monster, was man sehr gut im Raid benutzen kann, an erster Stelle. Sie ist halt ein Healer mit einem Glancing und mit einem Strip. Ja, hier macht sie, glaube ich, den Glancing. Genau, und hier macht sie den Strip. Und hier heilt sie halt und gibt einen Death-Buff und ein Schild. Sprich, also man kann sie auch gut in Kombinationen setzen, die von Death profitieren. Beispielsweise ein Fang oder ein Dozer oder ein Copper oder sowas in der Richtung. Da profitiert das Ganze natürlich auch. Oder halt Monster, die halt mit Death skalieren. Ne, da ist halt sowas gar nicht mal so bad, wenn man eine Emma hat. Und sie ist auf jeden Fall solide, auch im Early-Game-Bereich. Kann ein guter Healer sein für Anfängerschritte, wobei man relativ schnell auf Fran oder auf Riley geht und dann ist sie wieder ein bisschen uninteressanter, aber speziell für Raid oder für bestimmte Teamarten und Kombinationen kann sie noch ein gutes Potenzial bieten, deswegen finde ich sie jetzt gar nicht mal so bad. Dann haben wir als nächstes Melia und Melia ist natürlich für Anfänger, denke ich, das Interessanteste, wobei ich meine mich zu erinnern, es ist schon ein bisschen länger her, aber ich meine mich zu erinnern, dass man inzwischen welche for free bekommt. Fürs Dot-Team im The Giants bzw. fürs Fortress-Team. Gut, Melia ist natürlich das Interessanteste für Early-Game-Spieler. Man muss nur bedenken, die Melias, die man dann im Dot-Team oder in den Dungeon-Teams benutzt, beziehungsweise im Dot-Team benutzt, sind nicht unbedingt abhängig von Skill-Ups. Sprich, wir brauchen die Skill-Ups nicht zwingend für das Dungeon-Team. Ist aber für Anfänger natürlich am interessantesten, dadurch, dass es halt zum Dot-Team gehört, zum Dot-Team Giants farmen können, ne? Also GB12 relativ schnell farmen kann, eventuell auch Steel Fortress schon mal farmen können. Eventuell, manche machen damit auch ein bisschen TUA und sowas, ne? Also da gibt es so
hat ein gutes Potenzial. Das Problem ist nur bei der Sache ist, ich meine mich zu erinnern, dass man welche for free bekommt. Und das ist halt das Problem. Wenn man welche for free bekommt, braucht man sie nicht. Dazu kommt noch, dass es meines Wissens Fusion ist inzwischen. Sprich, man kann sie sich auch easygoing fusionieren, wenn man darauf Bock hat. Ne? Also, ob man sich die Wahl da auf Melia setzt, ist, denke ich, selbst jeden entscheidend. Also kann jeder für sich selber entscheiden. Aber ob da die erste Wahl sitzen sollte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das muss man ein bisschen mit sich selber ausmachen, weil es halt, es kann natürlich, es ist eine Bequemlichkeit an der Stelle, wenn man sich die aus der Hall of Hero holt, anstatt sie zu fusion oder sowas. Natürlich ist das eine angenehme Sache, aber ob es das worth ist, weiß ich nicht. Dann kommen wir zu Figaro. Figaro ist tatsächlich noch gar nicht so enorm lange her. Er kam erst relativ, ja, vor kurzem irgendwann mal in die Hall of Hero. Er wurde auch gebufft mit den Bomben, ne, dass er passiv halt Bomben setzt und strippt und dies und das. Wobei Strip war schon da, die Bombensetzung ist halt neu dazugekommen. Neuer dazugekommen. Ist ein Monster, was wenn im PvP-Bereich benutzt wird, ansonsten halt gar nicht. Und er war mal sehr gehypt, der Hype hat auch sehr schnell wieder nachgelassen. Ich würde ihn eher in die Kategorie Skill-Up setzen, hauptsächlich für Lucian an erster Stelle natürlich. Wenn man noch kein Max Lucian hat, wird er auf jeden Fall eine verdammt gute Wahl, ja, da die Skill-Up zu machen. Wobei man auch wieder denken muss, er hier ist Fusion und ihn kann man fusionieren. Sprich, also das hier wäre dasselbe wie bei Melia, eine Bequemlichkeit, ne, um schneller an den Skill-Ups zu kommen. Im Early-Game-Bereich kann man machen. Ich komme gleich dazu, aber die Teil 2 Hall of Hero ist eher bedingt für Early-Game-Spieler interessant. Daher würde ich sagen, okay, kann man machen. Ne, aber ja, in der Hinsicht würde ich ihn eher Richtung Skill-Up für Lucian setzen, vor allem für die Early-Game-Spieler. Im Endgame oder im Mid-Game-Endgame-Bereich kann man ganz guten Spaß mit ihm haben im GKBK-Bereich. Aber es bleibt auch wieder beim Spaß. Dann haben wir zu guter Letzt Izael. Izael ist tatsächlich schon ein bisschen länger her, die Hall of Hero. Ist auch ein Monster, was damals interessant her war tatsächlich. Ist aber komplett, ist dasselbe wie mit Isabel. Man kann ein bisschen Spaß mit der haben in bestimmten PvP-Bereichen. Aber das war's auch. Also die beide Dark-Sachen, Teil 1 und Teil 2, sind eher, ne? Also, ich gehe hier bei ihr auch nicht groß drauf ein, weil sie ist halt echt uninteressant. Ja, das ist dasselbe wie beim Phantom Thief, also bei Julian beim Teil 1 beispielsweise. Ist sehr unspektakulär. Kommen wir mal zum Fazit. Einmal noch ganz kurz das Ranking von Teil 2. Also ich würde die Wyndriade hier an erster Stelle stehen für Bequemlichkeiten. Danach Emma auf alle Fälle, danach Kakano, dann den Joker und dann die Succubus nach ganz unten. So, das ist auf jeden Fall so das Ranking in der Teil 2. Okay, in der Teil 1, man muss natürlich sich auch nochmal ein bisschen Gedanken darüber machen, welche hat man schon, welche benötigt man gar nicht, braucht man welche zum Lücken füllen. Viele haben zum Beispiel eventuell von den LDs gar nicht alle Hall of Heroes mitgemacht, die schon ein bisschen länger dabei sind, die so eher Midgame sind. Da gehen viele, viel auf die Lücken. Es ist nicht unbedingt das Smarteste, ich würde immer ein bisschen mehr auf Progress gehen, sprich in dem Falle dann wahrscheinlich eher auf Skill-Ups gehen, sprich brauche ich irgendwelche Skill-Ups, das ist so Punkt 1, worauf ich gucken würde, wenn ich alle habe oder die meisten habe, dann würde ich eventuell gucken, lohnen sich die Skill-Ups, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, gut, okay, ich habe jetzt einen Lure, nicht Max-Skills, aber brauche ich den jetzt auch zwingend, also muss ich jetzt Julian nehmen für Lure, um ihn die Skill-Ups zu verreichen. Na, da muss man dann nochmal so ein bisschen gucken, ob sich das lohnt. Also da würde ich dann vielleicht auch eher auf das Monster gehen und sagen, ja gut, dann nehme ich lieber das, was ich noch gar nicht habe. Besser haben als nicht haben an der Stelle. Ne? Man darf auch nicht vergessen, Balance-Patches kommen immer mal dazwischen. Sprich, die können auch interessanter werden. Jetzt beispielsweise die Succubus. Vielleicht hat sie irgendwann mal ein 500er Lead, Speed-Lead und dann will die jeder haben. Ne? So als Beispiel. Krasses Beispiel. Da ist es halt so ein Ding, muss man für sich selber entscheiden. Für Early-Game-Spieler würde ich auf jeden Fall auf Progress gehen. Ne, deswegen auch das Ranking, was ich gesagt habe. Da würde ich so, die würde ich so einstufen. Und ja, das war's eigentlich. Jubiläums Hall of Hero gibt es jedes Jahr zum Geburtstag. Ist eine, naja, ich habe eigentlich gehofft, dass mal die Wind-Succubus, die Wasser-Licht-Succubus kommt, weil die fehlt mir zum Beispiel noch. Die hätte ich gerne gehabt. Aber okay. Ist okay, ist aber auch nichts Weltspannendes, die Hall of Hero. Für manche Early-Game-Spieler kann es hier und da helfen, aber auch nur sehr bedingt. Und ja, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag. Haut rein.